Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, ich muss euch hier erstmal etwas sagen. Und zwar, es ist heute Montag, der 1. März, und ich habe bereits zwei Folgen im Voraus aufgenommen. Allerdings, Leute, wie es so ist, nach Treiber-Updates und ähnlichem. Die Soundprobleme, meine Güte, Leute, ich hatte erhebliche Soundprobleme. Das hat sich echt da durchgezogen und man konnte meine Stimme nicht mehr hören, gar nichts mehr. Und da ist jetzt natürlich zwei Folgen, die ich im Voraus aufgenommen hatte, sind weg. Und da kommt auch heute halt kein Video. Ja, Leute, tut mir leid, wenn es heute kein Video, also am Montag, dem 1. Mai, kein Video gab. Aber ich hatte halt ein paar Problemchen gehabt. Ich war richtig genervt gestern. Ich war am Überlegen, ob ich die ganze Woche aussetzen soll. Aber nun gut. Ich würde sagen, wir können einfach weitermachen. Oh Gott, diese Bilder hier, ey. Schaut euch das an. Ah, mit einer hübschen Frau. Das sind ziemlich nicht jugendfreie Bilder. Aber gut. Leute, wir haben beim letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir in diese Einrichtung hier eingedrungen, tatsächlich. Und genau, sind den ersten Dinos begegnet, sind Rick begegnet, der war im Kontrollraum. Und der hat uns das natürlich erst nicht geglaubt, was wir ihm erzählt haben. Aber es stimmt halt. Und wir hatten beim letzten Mal schon hier diesen Dino hier in der Vorhalle platt gemacht. Und ja. Wie gesagt, Leute, ich musste das Spiel auch, dadurch, dass der Spielstand jetzt verkackt ist, musste ich das Spiel bis hierhin nochmal durchspielen. Das sehen wir an den Objekten, die wir hier haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einmal ein Heilmittel statt eine Betäubung. Und wir haben Pfeile M. Okay, Leute, aber wisst ihr was? Ich werde das doch direkt mal machen hier. Ich werde mal das Mixen euch zeigen, Leute. Genau. Und beim das Mixen ist nämlich so, das Heilmittel zum Beispiel macht hier nur Sinn, wenn man es mit Heil-Items mischt. Ne? Mix mal das Heilmittel mit Medizin M. Was haben wir da? Zwei Medizin S++. Ermöglicht eine vollständige Heilung und stoppt alle Blutungen. Das ist doch ein richtig geiles Item, Leute, oder? Und was ich hier noch machen kann, was ich gerade merke. Ach, stimmt. Stimmt, Leute. Pfeile S++. Das sind nämlich die stärksten Pfeile, aber. Also die stärksten Pfeile, aber ich werde das mit einem Wiederbeleber mischen. Schaut euch das an, Leute. Ein Giftpfeil. Ha. Der Giftpfeil ist verheerend, Leute. Die Kugel ist mit einem Gift versehen, das einen Gegner sofort tötet. Ganz genau, liebe Leute. Wir haben einen Giftpfeil, der killt instant die Gegner. Ha. Genau, und da würde ich sagen, warte ich mal auf eine weitere Wiederbelebung. Dann kann ich die nämlich auch mit den Pfeilen hier mischen. Die Betäubung könnte ich jetzt mit dem Blutstiller mischen, aber da würde ein Blutstiller Plus rauskommen. Was bringt denn Blutstiller Plus? Das bringt gar nichts. Gut, liebe Leute, wir haben jetzt 4 Minuten gequatscht. Wir quatschen noch mehr. Das Tagebuch der Wachmänner hier sind wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Das heutige Datum. Willst du es lesen? Na klar. Vor dem Experiment heute werden sich der Chef und Dr. Kirk um 1 Uhr im Raum in der zweiten Etage treffen. Diejenigen, die Wache haben, sollten ein Auge auf den Bereich vor den Raum des Chefs und den Bereich dort herum haben. Denkt dran, euch Munition zu holen, bevor ihr eure Stellung einnehmt. Der Waffenschrank kann mit dem Code 0426 geöffnet werden. Oh, 0426, wartet mal, da mache ich mal eine Notiz. Den muss ich mir aufschreiben. Das ist in diesen alten Spielen noch so, Leute. Okay. Waffenschrank, also. Das ist ja der Schrank da in dem Safe-Raum. Wir haben Informationen darüber erhalten, dass sich Spione eingeschlichen haben.
Okay. Falls irgendetwas passieren sollte, müsst ihr womöglich in die Räume des Chefs und des Doktors kommen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Disk, auf der sich die Informationen befinden, die ihr dazu benötigt, liegt oben auf dem Schrank. Das wär's erstmal. Stimmt, die Disk, die haben wir ja schon hier gefunden, ne? Wir haben ja jetzt diese Haartür, liebe Leute. Genau, und da bin ich mal gespannt. So, Leute, lass uns aus diesem pornografischen Zimmer raus. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. So, liebe Leute, Verwaltungsbüro Vorhalle. Ach du Scheiße, diese Mucke wieder. Oh Gott. Ja, da ist zu. Ist aber ein interessanter Bereich da hinten, ne? Schaut euch den an. Naja, gut. Warte. Wir müssen jedenfalls jetzt hier rein. Nochmal ganz kurz, Verwaltungsbüro. Und... Oh, geile Mucke, Leute. Dieser Hammer-Soundtrack. Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Der ist einfach so beruhigend und so futuristisch zugleich. Er hat ein Loch im Torso. Ja. Oh, so beruhigend und hoffnungsvoll. Okay, Leute, wir haben ja gerade eben einen Code bekommen. 0, 4, 2, 6. Passt. Leute, was haben wir denn da? Ah, geil. Ein Eingangsschlüssel. Okay. Das Wort Haupteingang ist in ihn eingeritzt. Okay, was haben wir hier noch? Wiederbeleber. Geil. Leute, darauf hab ich doch gewartet. Macht ihr noch einen Giftpfeil, Regina? Oh, sehr schön. Sehr schön, Leute. Ordnen. Ha, zwei Giftpfeile. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich die so früh im Spiel schon kriege. Aber gut, liebe Leute. Der Schrank, der war extrem nützlich. Oh mein Gott. Habe ich hier das schon eingesammelt? Ich habe es ja nochmal gespielt. Hab ich. Okay, sehr gut. Oh. Diese Musik. Herrlich. Bitte nicht speichern. Oh. Ja gut, das ist zum Glück. Und schon wird's wieder unentspannt hier. Oh Mann. Aber gut, liebe Leute. Genau, wir sind beim letzten Mal da reingekommen. Da hinten war die Laserschranke. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. So, Leute. Haupteingang. Okay. Und eine Cutscene. Oh, das war aber ein bisschen hakelig gerade. Ja gut, liebe Leute, was haben wir hier? Ein Fenster. Was? Ein Fenster des Wachraums. Du kannst nicht hineinsehen, die Rollos sind unten. Ja, das sehe ich auch, Regina. Das sehe ich auch. Leute, warum läuft das Spiel so langsam? Das macht mir wieder Angst hier. So, Gegenstand nehmen. Betäubung, ja, mach mal, Regina. So, Leute, dann wisst... Ich höre hier so ein ganz Mini-Geräusch im Hintergrund. So, was haben wir denn hier für eine Tür, Leute? Wir haben hier diese große Haupthalle. Erinnert ein bisschen an Resident Evil. Da gab es doch auch in jedem Teil so eine Haupthalle. Na gut. Ah, schaut mal da! Und das ist Verarsche. Weil in dem letzten Durchgang, als ich das gespielt habe, war hier eine Kiste. Okay. Also die Kisten, die sind anscheinend nicht immer da. Au. Oh, oh, oh Gott, Regina. Erschreck mich nicht so, ey. Ja, da passiert nichts. Ich kann es noch tausendmal versuchen. Wie gesagt, da lag hier eine Kiste und da war, glaube ich, eine Betäubung oder so drin. Was? Eine Verarsche, Leute. Aber gut. Dafür ist da eine Kiste, die gab es beim letzten Mal nicht. Medizin M.
Die Items, die sind also zufällig hier, ne? Verteilt. Wartet mal, ich habe zweimal Betäubung. Wartet mal. Betäubung? Mit Betäubung, da kriegen wir nämlich Pfeile L. Liebe Leute, die Pfeile L, das sind nämlich die schwächsten für unsere Pumpgun, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, können wir mal den Eingangsschlüssel benutzen und rausgehen, Leute. Oh mein Gott, vorderer Eingang. Oh Gott, jetzt wird's krass, Leute. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wir sind hier draußen. Da kann man nicht hin, okay. Ach du Scheiße, diese... Boah, diese Geräusche, ne? Richtig geil gemacht, Leute. Richtig geil gemacht. So, was haben wir hier noch? Da ist was kaputt. Ach du Scheiße. Was ist denn hier abgegangen? Boah, schau dich das mal an. Hier auch dieses Tor hier. Das Haupttor ist verschlossen. Ach du Scheiße. Oh, oh, mir schwant Böses, Leute. Mir schwant Böses. Gut, aber oh, lass uns einfach mal weitermachen hier. Hier müssen sich Besucher anmelden. Scheint niemand da zu sein. Ja, hier ist sowieso keiner, ne? Ging schon neben... Schrotpatronen! Oh, geil, Leute, Schrotpatronen. Was haben wir hier noch? Eine Dedicacodisc N. Dann haben wir schon mal die erste für die N-Tür da drin. Das ist nämlich eine N-Tür. Was haben wir hier? Gegenstand neben Betäubung. Ja, mach mal. Warum eigentlich nicht? Ein Arm und ein Oberkörper. Pff, sonst sagst du dazu nichts, ne? Regina. Die Personalwechselakte. Willst du sie lesen? Ja, mach mal. Personalwechsel der Forscher. Früher Sektion Spezialflugzeug Experimentierraum. Aha. Jetzt Sektion dritte Energiephysiklaboratorium. Registriernummer 57036. Name Mark Doyle. Registrierungsnummer, die wird später noch verdammt wichtig, Leute. Aber jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, ich will hier auch nicht länger sein. Ich will hier weg, Leute. Ich will hier einfach nur weg. Diese Geräusche hier, die machen mich verrückt. So, geh bitte sofort wieder rein. Und, ja. Wie gesagt, das da hinten, das ist eine N-Tür. Hier, das ist eine N-Tür. Wurde mit dem digitalen Diskschlüssel gesichert. Überprüfe das Gerät nahe der Tür und stelle das DDK-System ein. Ganz genau, Leute, das hier ist das Blaue, das sind DDK-Schlüssel. Ein DDK-Gerät, auf ihm ist ein N zu lesen. Der DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Willst du das DDK benutzen? Ja, habe ich doch nicht. Ja. Um das Schloss zu öffnen, müssen die Code- und Eingabe-DDK-Geräte eingestellt werden. Super. Hauptsache, du lässt mich erstmal versuchen. Ne? Ja, gut, kommt. Ist egal, ich glaube... Da müssen wir hoch. Tock, 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 tock. Typischer Frauenschritt. Oh, Teppichboden, Leute. Geil. Angenehm, ja. Da ist eine verschiebbare Kiste. Sehr schön. So, liebe Leute. Dann Betäubung. Nochmal. Ja, aber das kann ich... alles mischen, Leute. Das kann ich alles mischen. Mach mal diesen Pfeilen L, bitte. Vier Pfeile M++. Misch die mal bitte zusammen. Drei Pfeile S++. So, dann habe ich schon wieder... Wenn ich ihn wieder belieber finde, habe ich schon wieder ein Gift-Pfeil. Sehr schön. Weil, wie gesagt, ich werde diese schlafsten zwei... Oh! Was ist das denn für ein Bereich? Oh mein Gott. Den Screen habe ich ja noch gar nicht gesehen, krass. wie gesagt, wenn ich den Wiederbeleber finde, werde ich den für
Gefall genutzt, weil diese Pfeile werde ich nicht benutzen, liebe Leute. Allerdings kann ich euch die einmal vorführen, weil ich weiß, was hier in diesem Raum kommt. Wartet mal, rüste mal deine Pumpgun aus und nimm mal die Pfeile S. Da werde ich euch jetzt nämlich den Effekt mal demonstrieren. Weil, seht selbst. Der liegt auf dem Boden und pennt. Was soll das denn? Leg dich direkt wieder hin. Seht ihr das, Leute? Der Riese legt sich schlafen. Gut, aber erstmal werde ich meine Pistolenmuni noch verbrauchen. Und schieß drauf, Regina. Guck mal, der steht nämlich direkt wieder auf, sobald man draufballert. Ist doch unnormal, wie viel diese Viecher auch aushalten, ne? Komm, schieß da drauf, da. Und er ist tot. Sehr schön, liebe Leute. Der Raptor ist weg. Sieht man immer daran, dass die eine Blutlage kriegen, wenn die sterben. Das ist, ja. Das ist so typisch Capcom-Spiel. Weil manchmal können die nämlich auch sich hinlegen und dann aber nicht tot sein und uns versuchen zu verarschen. Das machen die auch manchmal. Scheint, als wäre das mal ein schönes Bild gewesen. Ja, jetzt aber nicht mehr, ne? Gehe ich nach dem... Noch mehr Schrotpatronen! Ach, wie geil, Leute, wie geil. Gut, okay, was haben wir hier? Es ist mit etwas Scharfen zerrissen worden. Ja, was haben wir denn da vorne liegen, ne? Dino-Klauen. Gut, da haben wir zwei Couches, da ist eine Delikattür. Da werde ich erstmal nicht reingehen. Ich werde erstmal hier reingehen, Leute. In diese Tür. Die Bar. Okay. Die Bar. Und ich kann mich erinnern, dass hier... Ich klicke einmal und der steht auf. Der Sack. Da ist nämlich ein Dino. Blöder Dino. Und schießt drauf da los. Ich sehe zwar nichts, aber ich vertraue dir einfach, Regina. Oh. Der lebt noch. Das Ding lebt noch. So, lebt er immer noch? Na, und der ist tot. Ha, geil. Also bis jetzt geht's noch mit der Muni. ha, schau mal, was da liegt, Leute. Da liegt mein Wiederbeleber. Geil. Das heißt, ich kann mir hier wieder Wiederbelebung mit Pfeile S mischen und bekomme noch einen Giftpfeil. Oh mein Gott, ist das geil. Das Ordnen. Jetzt habe ich schon drei Giftpfeile. Boah, das ist so quasi die ultimative Waffe hier. Das war so ultimative Muni. Okay, okay. Interessant. Gut, dann haben wir hier eine Bar. Mitten in einem Arbeitsplatz. Eine Alkbar. Interessant. Also kann ich hier irgendwas trinken? Nee, da liegt noch ein Nipper. So ein Nippglas, aber nee. Aber hier ist eine Memo, Leute. Chemiehandbuch. Die Broschüre eines Pharmakonzerns. Willst du sie lesen? Ja, mach mal auf. Neue Produktebeschreibung. Heilmittel, Betäubungsmittel, Wirkungsverstärker und Vervielfältigungsmittel. Die vier oben aufgeführten Mittel sind die neuesten Entwicklungen unserer Firma. Ah, es geht auch um das Mixen, Leute. Sie sind äußerst verlässlich und für den Kampfeinsatz geeignet, da ihre Anwendung kaum Ausrüstung erfordert. Besonderheiten? Durch die Mischung von Chemikalien können zwei Arten von Dingen erzeugt werden. Heilmittel sorgt für schnelle Heilerfolge. Berührungsmittel kann auf eine Kugel oder Nadel aufgebracht ein Ziel einschläfern. Das ist das, was ich euch gerade demonstriert habe. Können uns aber auch Heilmittel draus machen. Habe ich euch auch schon demonstriert. Mittel, die durch Mischung erzeugt wurden, können durch weiteres Mischen noch wirksamer gemacht werden. Ja, danke, das habe ich alles eben schon erklärt. Aber gut, da ist noch mehr Alk. Nimmt sie sich nichts von. War klar. Was haben wir hier? Nochmal eine Betäubung. Ja, kann ich die direkt mixen? Kann ich direkt mixen. Ja, dann machen wir direkt hier die Pfeile L. So, liebe Leute. Dann, was haben wir hier?
Da ist so ein Codefeld, ne? Ja. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Zumindest noch nicht, Leute. Okay. Dann war es das, glaube ich, hier mit dem Bar, mit der Bar. Und da war dann da hinten noch eine Tür. Boah, diese Mucke, ey. Digge, digge, digge. Oh Mann, oh Mann. Dino Crisis, ja. Richtig Hammer. Und das sieht nach Ausgang aus, ne? Durchgang zum Kommunikationsbereich und die Musik hört auf. Oh Gott. Tatsächlich, Leute, wir sind draußen. Antennenraum, beschränkter Zutritt. Können wir rein? Ja, Hauptsache wir können rein, ne? Beschränkter Zutritt, aber wir können rein. Was ist das denn für eine Logik? Ja, gut. Liebe Leute, was haben wir denn hier? Dort ist das Schloss für den Antennenschlüssel. Aha. Haben wir natürlich nicht, ne? Nix. Gibt keinen Strom. Schon wieder keinen Strom, okay. Was haben wir hier? Ah, da fliegt ein Flugzeug. Ein Memo von einem der Funker. Willst du es lesen? Ja, klar. Als Ergebnis des heutigen Experimentes kann es einen starken Magnetsturm geben. Aha. Magnetsturm, was ist das denn? Was macht ihr hier? Daher schließen wir heute um 18 Uhr. Die Antenne wird vorübergehend gesichert. Als Vorbereitung muss der Waffenschrank in der Bar, okay, überprüft werden. Er kann mit der Kombination 8159, wartet mal, geöffnet werden. 8159. Sehr schön. Kürzlich wurden hier unerfahrene Wachen postiert. Es ist oft so, dass sie nicht wissen, wie die DDK-Anlage richtig bedient wird. Hier ein paar Punkte, die im Handbuch womöglich nicht klar genug vermerkt sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Leute sich das aneignen. Nachdem Sie den DDK benutzt haben, ist der Code fällig. Aha. Der muss nach der grundlegenden Auswahlregel ermittelt werden. Entfernen Sie jeden zweiten Buchstaben, um den Code zu ermitteln. Probieren Sie das am besten an einer Tür aus. Ein Beispiel. Code OXPYEZN Schlüssel XYZ. Im obigen Beispiel lautet der richtige Code OPEN. Oh. Naja, jeder zweite Buchstabe. Das ist einfach jeder Buchstabe, der zweimal drin steht. Ne? Wenn wir das X und das Y und das Z rausmachen, haben wir oben OPEN. OXPYEZN. Ja, da haben wir da OPEN tatsächlich. Interessantes Rätsel, Leute. Also jede DDK-Tür hat einen Code, quasi. Eine kleine Luke zur Wartung der Antenne. Director of Creative. Aha. Okay. Sonst gibt's hier nichts, ne? Diese Kiste liefert den Strom für die Antenne. Kannst aber nicht schrauben oder so. Gut, Leute, dann gehen wir mal wieder raus. Dann hatten wir ja noch einen anderen Weg. Gucken wir auf die Karte. Ein langer Weg. Ist das hier? Das scheint der Motor zu sein, der die Klimaanlage der gesamten Einrichtung antreibt. Uninteressant. Was haben wir hier jetzt noch? Ach du Scheiße. Was ist das denn für eine Passage, bitte? Oh mein Gott. Da wird garantiert was passieren, da bin ich mir jetzt schon sicher. Geh da rein. Ach. Ist sowieso von der anderen Seite verschlossen. Ja gut, dann gehe ich hier schnell wieder weg. Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann irgendwas angeschissen kommt. Ist einfach so ein Gefühl hier. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes in dieses Chefbüro hier rein. Genau, dann gehen wir als nächstes in das Chefbüro hier rein, liebe Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, das sehen wir aber beim nächsten Mal, weil die Folge schon voll ist. Ah nein, Leute, jetzt habe ich... Wartet mal gerade. So, da bin ich wieder. ja, so kleine Missgeschicke, die
bringt mich noch auf andere Ideen. Ich habe nämlich gerade eben aus Versehen den Save State geladen von Anfang der Folge. Aber der hat mich doch darauf gebracht, dass wir noch hier in die Bar wollten, Leute. Wir wollten doch hier noch diesen Code eingeben. Mensch. Das müssen wir jetzt noch eben schnell... Ach, da siehst du noch die Kiste. Die habe ich noch gar nicht aufgesammelt, seht ihr? Heilmittel. Okay. Und ihr hört vielleicht die Musik, die geht gerade ein bisschen ab. Das lag einfach daran, weil ich halt ja vom Dino auf die Fresse bekommen habe und eine Medizin schlucken musste. Hier. Die S++, die ist weg. Gut, egal. Leute, geben wir nochmal kurz den Code an. Nein. 8, 1, 5, 9. Jawohl, was haben wir denn da, Leute? Pistolenschlitten. Hiermit kann eine Pistole zur Glock 35 umgebaut werden. Ja, dann mach das doch mal direkt. Glock 35. Wartet mal. Ich will die irgendwie prüfen. Das kann man doch hier, oder? Nein, kann man nicht. Schade. Glock 3540 S- und W-Patronen sind nutzbar. Aha, Leute, eine andere Muni-Art. Sehr schön, liebe Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter vor der Tür des Chefsbüros. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ja? Tschüss.